So, hallo, diesmal denke ich mit. Es sind jetzt noch 17 Minuten, dann geht das nächste Nördel los. Bis dahin haben wir die anderen Sachen auch gespielt. Und dann sollte die Geschichte passen. Okay, starten wir also mit Quirtle. Ich versuche jetzt wirklich mal. Man kann ja eigentlich 20 Buchstaben mit vier Guesses erstmal klären, ne? Und dann könnte man eigentlich so. Ist da eigentlich müsste es doch möglich sein. Wir starten mal mit Super. So, zack. Okay, das hat schon mal gut funktioniert. Dann nehmen wir Daily. Da ist auch noch nichts doppelt und dreifach. Ne? Dann ist es nämlich gar nicht so schlecht. Das sind gar nicht so schlechte Geschichten. So, das hat auch schon ganz schön viel Grün hier besorgt. Dann können wir jetzt noch was bauen aus den Sachen, die noch da sind. O ist ja noch übrig. Da hätten wir dann zum Beispiel. Ja, was könnte man denn machen? Ja, ich meine, notfalls nimmt man den Buchstaben, der noch schon dabei war. Aber es ist vielleicht auch möglich, noch was zu machen, was. Okay, ich nehm was. Da ist das I zwar schon dabei, aber alles andere ist noch nicht dabei. Kein X, kein C. Nur das I ist jetzt schon dabei. Das ist okay. Und dann haben wir das O auch noch drin. So. Gut. Hat es überhaupt irgendwo was gebracht? Ja, okay. Ich hatte ein bisschen das T und das O verschoben. Gut. So. Jetzt kann man mal gucken. U, Y hört's auf. ER kommt vor. Da ist noch nicht so viel möglich. DAER, DR kommt vor. U, Y. Okay. Wir bauen mal noch ein Wort. Wir bauen mal noch ein Wort. Und zwar. Also jetzt lässt sich's ja eigentlich nicht mehr vermeiden, dass man Buchstaben verwendet, die man schon hatte. Ein Buchstabe, der noch am meisten gelb ist, ist das E. Das E habe ich bisher nur immer an die Stelle gesetzt. Was heißt nur, ich hatte es halt nur einmal dabei. Also können wir jetzt mal ein Wort mit E bauen. Wo es woanders sitzt. Wenn wir gleichzeitig den Buchstaben T und A noch unterbekommen würden, wäre es umso besser. Also ein Wort mit E, T und A. Wobei das T woanders sein sollte als bisher, das A und das E auch. Okay. Sagen wir mal, das E kommt. Nee, das E an den Anfang ist für hier zumindest komisch. Für hier ist auch doof. Okay. Attest. Oh, brauche ich zwei S. Scheiße. Arrest. Arrest. Hä? Wieso ist Arrest? Schreibt man das auch mit zwei R? Was? Arrest? Würde man das mit zwei R schreiben? Schade. Wobei mit A starten ist eigentlich schlecht, weil bei den meisten ist das A eh schon raus für den Anfang. Nee, wir starten nicht mit dem A. Also hier ist halt sowieso das D schon. Entschuldigung, hier ist sowieso das D schon vorne. Hier ist sowieso das D schon vorne. Oh, guck mal, warte mal, hier könnten wir Depot. 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 Das war ja eindeutig. Okay. So, jetzt haben wir hier das T noch geklärt, dass es nicht hier und nicht hier ist. Oh, jetzt haben wir hier das DE auch schon fest. Okay, aber nach DE kann eigentlich nicht direkt das A kommen. Das sieht komisch aus. Also kommt irgendwas dazwischen und dann kommt AR. Was könnte denn da dazwischen sein? Was kann denn da dazwischen sein? Dedare?
kenne ich nicht. Demar kenne ich nicht. Dekar kenne ich nicht. Dehar kenne ich nicht. Degar? Kennt die alle? Also wirklich alles nicht. Was soll denn das? Devar, Devor, Devar? Probier's aus. Aha. Aha. Okay. Was kann's denn noch? Was kann denn da noch in dazwischen sein? Dezar? Devar? Debar? Debar gibt's noch. Aber jetzt haben wir alle Buchstaben durch. Also wenn's Debar nicht ist, dann weiß ich auch nicht. Gut. Was auch immer beides bedeutet. Gucken wir gleich nach. Debar. Gut, so. Ja, das war halt jetzt hier wieder nicht so hilfreich, ne, weil das ist eh schon geklärt, wo das sein soll, diese zwei Stellen. So, die waren nicht so hilfreich dafür. Aber jetzt haben wir halt noch W und B ausgeschlossen. Das ist zumindest ein Gewinn. Okay. Also, das R könnte am Anfang stehen. Ru. Guck mal, jetzt hätte ich zum Beispiel Ruby, wäre so eine, okay, wäre eine Idee gewesen, gibt's gar nicht, schade. Ich brauche ja ein E. Ruler, nee, Ruler, das E müsste jetzt kommen. Oh, wait. Das E muss nach dem U kommen. Also entweder das E kommt doch am Anfang, EU. Aber ich wüsste nicht, wie das weitergehen kann. Oder das E kommt nach dem U. Aber wenn das E nach dem U kommt, wüsste ich nicht, dass es mit Ru, Ruhe, Ru, das ist ein merkwürdiger Anfang. Das ist ein sehr merkwürdiger Anfang. In welchem Wort kommt denn ein U nach dem E? Oder ein E vor dem U? Okay, das verwirrt mich jetzt doch ein bisschen. Also so Fuel wie Benzin, das schreibt man UE. Gibt's mehr solche Kombinationen wie bei Fuel? Ich brauche ja noch ein R irgendwo. Ich brauche noch ein R irgendwo. Und ich meine, mit EU zu starten wie Europe, aber wo gibt es denn noch ein EU vorne? Ich probiere es mal mit EU. So, dann muss aber jetzt das R kommen. Na gut, dann kann ich jetzt halt durchprobieren, ob es irgendwas gibt, was das erlauben würde. Ormi, aber ich wüsste nicht, also ich wüsste nicht, was da hinkommen soll. Ja, es ist wieder, wir können es wieder mit hier Try and Error versuchen. Ja, jetzt haben wir aber schon alles durch. Ja, das war's. Dann kann es nicht so rum sein, dann muss es andersrum sein. Rü. Aber was soll denn da stehen? Rümi, Rüni, Rüki, Rüi. Muss aufpassen, dass ich nicht wieder irgendwie die Aufnahme stoppe. Ich krieg sonst die Krise. Krieg sonst böse die Krise. So. Ach, guck mal hier, Xmedia Recode an. Download ist noch drin. Ey, ich muss böse aufpassen, nicht, dass ich irgendwann was runterlade, was nicht unbedingt. Aber wann lade ich was runter, was nicht unbedingt? Ich weiß es gar nicht. Eigentlich passiert es nicht. Rüki, Rüfi. Nee, also, dann ist der Buchstabe, den wir nicht kennen, vorne, meiner Meinung nach. Was dann aber bedeuten muss, dass wir U, E, R, Y bekommen. Okay, probieren wir alle durch.
So, jetzt muss ich alle durchprobieren. Ah, Query. Oh mein Gott, ich denke immer an das Q nicht. Ich denke immer an das Q nicht. F. F. Ich denke immer an das QU nicht. Diese Kombination am Anfang. QU. Ja, klar, QU. Okay, so. Zwei Versuche noch. Aber hier haben wir halt noch nicht allzu viel. Aber wir haben viele ausgeschlossen. Okay, wir wissen, das T muss zwischen U und Y sein. Das war's. Ja, ne? Gibt es Nutti? Scheiße, sowas gibt es. Okay, aber mit dem Wort Nutti klären wir jetzt, wo das T ist. So. Ich denke, das ist sinnvoll. Gut, oder wir klären einfach direkt das ganze Wort. Das geht natürlich auch. Okay. Okay, habe ich nichts dagegen. Habe ich nichts dagegen. So. Okay, jetzt sind es noch 7 Minuten, bis das Nördel offen ist. Ich traue mich mal vorsichtig in Global zu klicken, in der Hoffnung, dass mir nicht gleich wieder alles abschmiert. Alter, ja, das hängt wieder. Aber ich weiß jetzt, dass es wieder kommt. Also, das ist krass. Die komplette Maus hängt, ne? Also, in dem Moment, wo dieses Ding lädt, die Seite hängt einfach die komplette Maus. Nicht nur Chrome hängt, sondern der komplette PC. Das ist sick. Okay, aber ist jetzt überhaupt schon Neues da? Ja, click the globe to play. Let's go. Ach so, click the globe. Der hat wieder, ja, der Globe hat noch nicht geladen. Jetzt hängt schon wieder. Da ist der. Die Animation ist einfach zu krass. Die Animation ist einfach zu krass. So, wir starten wie immer mit France. Das ist auch schon hier in der schönen Auswahl drin. Zack. Okay, wir sind in Europe, das ist doch schon mal gut. Scotland, nehmen wir mal Scotland. Ach, das zählt ja nicht als eigener Name, ne? Nehmen wir mal Great Britain. Zählt er das nicht? Great Britain. Invalid. Wie schreibt man das, Großbritannien? Ach, egal, nehmen wir mal Spain. Jetzt habe ich hier. Jetzt hängt die Kacke schon wieder. Ich raste aus. Diese Seite, ne? Was hat's jetzt Spain? Okay, Spain hat es ein bisschen noch dunkler gemacht. Dann könnte es ja Portugal sein. Heißt Portugal auch Portugal auf Portugal? Sehr gut. Okay, das ging fix. Schön, schön. Dann aktualisiere ich jetzt aber gleich die Seite. Damit vielleicht das nächste Mal die Seite nicht abstürzt, wenn ich sie lade. So, dann sind wir jetzt noch 4 Minuten von Nördel entfernt. Dann können wir noch das normale Wördel machen. Zack. Was war denn gerade ein gutes Wort bei Quördel? Was war denn gerade ein gutes Wort? Was hatte ich denn gesagt? Ich hatte doch irgendeins gerade, wo ich mir dachte, das ist ein cooles Wort. Was war denn das für eins? Ich klicke jetzt nicht zurück. Ich will in meine Erinnerung gehen. Ich will in meine Erinnerung gehen und es selbst wieder rausfinden. Ich hatte ein interessantes Wort. Weiß es nicht mehr. Egal, wir starten mit Taken. Wir starten mit Token. Okay, ein E, ein grünes E ist doch schon mal mehr als nix. Dann nehmen wir mal. Nee, das lässt sich nicht kombinieren. Later. Okay, ein R ist am Start. Nicht da, wo ich es gerne hätte, aber hey. Gibt es Weißes? Ja. Okay, das R ist vorne. Jetzt sind alle anderen Vokale raus. Nur noch E ist am Start. Nee, U ist noch möglich. Okay, E, U ist noch möglich. Wie in.
Rubel, nee, Alice raus. Wie in Ruby. Wie in. Nee, glaube ich nicht, dass es dann. So lässt sich es, glaube ich, nicht mehr möglich. Ich glaube, das gibt es nicht, ne, Rubem, nee. Okay, muss ja kein U hier sein, ist ja nicht gesagt. Aber nach R müsste schon irgendwas in die Richtung kommen. Also ein Vokal halt. Dann muss ein E danach kommen nochmal. Zweites E. Nee, Reject geht nicht, hat zu viele Buchstaben. Ta, 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 ta. Nee, Repel ist auch nicht, weil es L ist schon weg. Wenn es mit EY aufhört, ist das denkbar? Oder kann nach dem R noch was anderes außer ein Vokal? Ah, Y könnte da noch sein. Ui. Oder Rei. Aber ist irgendwie komisch. Nee, ist irgendwie komisch. Ich sehe eigentlich nach dem R nur ein Vokal. Ru oder Re? Wir probieren nochmal Ru. Was lässt sich daraus basteln? Von den Sachen, die noch da sind. Der Ruler ist halt weg, sozusagen, ne? Nee, ich glaube nicht, dass es. Mein, könnte es wieder ein Wort sein, was ich vielleicht nicht so gut kenne? So, keine Ahnung, gibt es Rubea? Nee. Nee. Ich glaube, es ist nichts mit Ru. Ru kommt mir komisch vor. Ich gehe auf Re wieder. Irgendwas mit Re. Aber auch da bin ich zu unerfahren. Worttechnisch. Alles, was ich bauen will, hat das L drin und das L ist schon weg. Nehmen einfach Rift. Hä? LOL. LOL. Okay, Revit, also ich habe jetzt halt an die YouTuberin gedacht, aber dann hat Revit auch irgendeine andere Bedeutung. Lul. Okay, es kommt ein zweites E tatsächlich, aber es ist nicht dort. Es ist nicht dort. Also ist das zweite E vor oder hinter dem E, anderen E? Also gibt es Ru, keine Ahnung, B? Gibt es irgendwas, was 2E aufhört? Rupi? Rupi! Oh ja, klar! Rupi! Da hätte ich mal eher drauf kommen können. So, jetzt ist das Nördel offen. Ah, welches Wort wollten wir nachschauen? Nutti und
Debare und Devare. Alles wollten wir nachschauen. Lass mal mit Nutti anfangen. Ich habe zwar ein bisschen Angst, was das heißt, aber hey. Ach so. Okay. Nutti. Ergibt mehr Sinn. Gut. Devor. Okay. Wir gucken dann wohl gleich mal wieder, was Devare ist. Und Debare? Mann! Hier, ich meine, hier steht es jetzt, verhindern. Hindern, verbieten. Warum steht es da nicht da? Da jetzt nochmal Devare? Da kommt halt überhaupt nicht. Der. Der. Genau, so spricht man es aus. Devar. Was ist Devar? Kann ich das eintippen, ohne dass mir alles um die Ohren fliegt? Ein Devar. Nach dem schottischen Physiker James Devar. Devar-Gefäße. Natürlich. Natürlich. Wer hätte sie nicht erwartet, die Devar-Gefäße? Ich weiß auch nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Okay, Nördel. 45 minus 34 ist gleich 11. So. Enter. Okay. Ist gleich ist an der richtigen Stelle und es hört sogar mit einer 10er Stelle auf. Nice. Und es kommt ein Minus vor und es ist auch an der richtigen Stelle. Das heißt, wir haben zwei jeweils zweistellige Zahlen und es kommt nachher was mit 1 raus. Das ist stabil. 3 und 4, doppelte 4 ist raus, eine 4 ist dabei. Okay, und eine 5 ist dabei. Aber nicht hier am Anfang. Wobei, es könnte 54 sein. Lässt sich 54 noch bauen? Lässt sich aus 54 jetzt noch was machen, sodass hier eine 1er Stelle rauskommt? Ich müsste jetzt halt was abziehen, was kleiner ist als 44. Ne, genau 44 wäre auch denkbar, aber natürlich Quatsch. Ah, guck mal. Wenn ich jetzt was abziehen würde, was mit... Ah doch, ich könnte 39 zum Beispiel abziehen. Ne, kann ich nicht. Ich kann nichts mit 3 abziehen und nichts mit 4 vorne. Das heißt, 54 kann hier vorne nicht stehen. So macht man das. Okay, das bedeutet aber jetzt auch... Oh mein Gott. Das ist richtig strong. Das ist richtig strong. Das bedeutet, hier drüben muss minus 45 stehen. Weil 54 darf da nicht stehen. Die 4 ist hier ja ausgeschlossen worden. Es muss hier minus 45 stehen. Das heißt, die Zahl, die ich abziehe, und es kommt ja auch noch eine 1 vor, die Zahl, die ich abziehe, muss größer sein, die Zahl, von der ich abziehe, also der Subtrahent, muss größer sein als größer gleich sein wie 55. Jetzt muss ja aber eine 1 vorkommen, und zwar eine zusätzliche 1. Was bedeutet, es muss 61 sein? Na, nicht so. Es muss hier 61 sein, minus 45, und dann kommt da nämlich raus 16. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich aktuell sehe. Weil ich brauche eine zweite 1. Wenn ich die 4 und die 5 vorne hinschreibe, als 45 darf ich sie nicht schreiben. Wenn ich sie als 54 schreibe, habe ich nur die Möglichkeit, irgendwas mit 30 oder mit 40 abzuziehen, was nicht geht, weil 3 ist raus und die zweite 4 ist raus. Also muss die 45 auf der anderen Seite stehen vom Minus, als Minuend. Ja, das muss die Lösung sein. Wenn das die Lösung nicht ist, dann muss ich noch mal überlegen, aber das kann ich mir fast nicht vorstellen. Das muss die Lösung sein. Es ist nicht die Lösung. Okay, ja. Ja,
Ich habe die 45 als Pärchen gesehen. Also, aber die 4 kann ja auch einzeln. Ja, sehe ich ein. Sehe ich ein, okay, wir ziehen 41 ab. Ist in Ordnung. Wir ziehen 41, das habe ich, ja. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Die zweite 1 kann da vorne nicht stehen. Das ist klar, weil sonst hätten wir eine Zehnerstelle, von der wir was, ne, geht nicht. So, also muss es minus 41 sein. Jetzt kann man aber es wirklich erraten. Eine 5 muss vorkommen, keine zweite 4. Also irgendwas minus 41 ist irgendwas mit einer 1 vorne. So. Folgendes. Die Zahl vorne muss dann größer gleich 51 sein. Okay, nein, es sind noch ein paar mehr möglich. Okay, es gibt noch ein paar mehr Möglichkeiten. Ja, es gibt noch ein paar mehr Möglichkeiten. Ich muss noch ein bisschen rumtüfteln. Weil ich könnte zum Beispiel sagen, nee, 55 ist nicht möglich. Ich könnte zum Beispiel sagen, 52. Mal gucken, ob ich es sagen könnte. Vielleicht kann ich es nicht sagen, weil die ausgeschlossen ist. Lass mich mal überlegen. Stimmt. 52 minus 41 wäre jetzt ja aber gleich 11. Und das darf ja nicht sein. Delete. Also keine 52 vorne. 53 ist ausgeschlossen. 54 ist ausgeschlossen. 55 ist ausgeschlossen. 56 ist ausgeschlossen. Okay. 57 minus 41 ist auch ausgeschlossen, weil das wäre ja 16. Also 58 minus 41 ist gleich 17. Die 7 ist noch nicht ausgeschlossen. Jetzt nur kurz überlegen, dann wäre theoretisch auch noch 59 minus 41 ist gleich 18 auch noch möglich. Das ist noch nicht ausgeschlossen. Also es könnte auch auf 59 minus 41 ist gleich 18 hinauslaufen. Ich will es nur kurz dazu sagen. Ich bin noch nicht überzeugt, dass das die einzige Lösung ist, aber es ist eine mögliche Lösung. Und wie gesagt, die andere wäre dann 59 minus 41 ist gleich 18. Okay, es ist aber die. Gut, schön. So. Deutsches Wörtel. Deutsches Wörtel. Deutsches Wörtel. Komm, wir haben ja gerade gelernt, de bare ist ein deutsches Wort, ne? Und de vare, das de vare Gefäß. Man kennt es. Okay. Gut. Danke. Super. Okay, ein U ist dabei. Toll. Ich wollte Ultra schreiben, aber das geht nicht. Also es geht schon, aber es wäre doof. Warte, nee, das ist ja raus. Nee, das ist raus. Wir starten trotzdem mit U. Wir starten trotzdem mit U. Und. Nee, kein E. E ist nicht erlaubt. Und. Nee, und ist nicht gut. Und. Auch nicht. Uck. Auch nicht. Warte mal, Uni. Uni. Nee.
Umi. Nee. Uli. Nee. Gibt's noch nicht, dass ich da nichts bauen kann. Einfach nur ein U vorne. Sonst ist kaum was ausgeschlossen. Ich bin schon wieder zu dumm dafür. Dann starten wir halt nicht mit U. Ist ja egal. Lass mal mit CH starten. CH auch blöd. Es gibt's doch nicht. Ich brauch doch nur ein. Oh mein Gott, komm schon. Ich brauch doch nur ein. Ein Wort, wo ein U irgendwo vorkommt. Aus deiner zweiten Stelle. Und die Buchstaben, die jetzt schon da sind. Und jetzt wollte ich Natur bauen, ist das R wieder scheiße. Natu, Natu. Nee, lässt sich nicht umsetzen. Batu, Latu. Patu, Katu. Ah, das P ist ja auch raus. Sagen wir mal, es hört mit U auf. Ey, ich bin zu dumm für ein Wort. Das ist nervig. Oh, wir könnten mit AU starten. Nee, AU können wir nicht starten. Aber das wäre ein Ding. Lau. Lauge. Ach Mann, es ist eh weg. Laune, lau. Kann ich irgendwas mit I bauen oder mit O? Laugo, lauzo, laubo. Laufo, laudo. Wenn es mit Lau nicht startet, tau. Taube. Ach Mann, das ist eh wieder. Taufe. Das ist eh wieder. So viele Wörter mit E, ne? Tauch. Aber Tauch wird er wieder nicht zählen lassen, weil das so ein Halbwort, also so ein, ne? Tauch unter. So, das ist. Das lässt er nicht durch. Okay, nee, das ist ein R drin. Ich wollte Traum bauen. Jetzt habe ich was. Pflaum. Hat viel zu lange gedauert. Okay, es kommt ein A vor, aber nicht da. Und FLM ist auch raus. Macht's nicht leichter, nachdem ich gerade schon so gestruggelt habe, was zu finden. Oh, warte mal, hau. Haut. Aber dann ist vorbei. Haupt. Nee. Geht auch nicht.
Ha. Ha. Hau. Hauch. Hauch. Probieren wir aus. Ne. Oh mein Gott, unfassbar. Es ist immer wieder unfassbar, wenn sowas passiert. Bin ganz ehrlich. So, wie sieht's mit Squirtle aus? Squirtle hat wahrscheinlich noch nichts Neues, wenn ich das richtig, also falls ich das richtig verstanden habe. Ich weiß es nicht. Ich aktualisiere mal und guck mal was, weil hier steht ja GMT 10. Also keine Ahnung, kommt das erst um 10 Uhr oder so? Warte, ich gehe mal auf Replay. So, zack. Aktualisieren wir mal. Try Squirtle. Ja, das bleibt noch. Okay, dann kein Squirtle. Dann kein Squirtle, dann noch Semantle und dann ist Feierabend. Gut, ist überhaupt ein neues Semantle schon verfügbar? Aktualisieren. Scheinbar, weil sonst könnte ich eins eingeben, ne? Und jetzt kommt hier wahrscheinlich was bei, genau. Okay, ja, dann starten wir mal wieder durch. Aber ich bin Semantle technisch, ich bin echt schlecht. Ich bin echt richtig bad in Semantle. Und nicht gut. Okay. Aber ich habe Glück. Okay, kein Glück. Gut, super. Okay, was ist. Welches gut ist jetzt wieder gut, aber was nicht dieselbe Bedeutung hat wie super? Goodies. Gut. Gott. Hä, warum ist gut, aber super nicht? Great. Great ist auch nicht gut. Rate. Ach, warte, ich muss hier. Doch, habe ich angeklickt. Warum ist jetzt gut und das andere nicht? In welchem Zusammenhang muss ich jetzt dieses gut verstehen? Note, also great. Nee, auch nicht. School. Lesson. Also in welchem Zusammenhang war gut? Gut, einfach gut. Gut. In welchem Zusammenhang war gut? Ich bin noch echt überfragt. Better. Best. Best geht auch wieder. Good, best. Aber super geht nicht. Was ist mit super gut? Okay, ich kenne da nicht. Ich dachte so wie bei Ultra. best gut. Fantastic. Ich bin jetzt schon wieder raus. Nice. Nice ist wie. Also, nice ist gut. Gut ist gut. Best ist gut. Aber super nicht. Hä? Okay. Wenn wir jetzt in Richtung nice gehen, polite, nett. Ist auch wieder raus. Also, in welche Richtung muss ich denn gehen mit gut, best, nice? Was soll das sein? Movie-Bewertung oder Theater? Oder, also Great Note hat er ja nicht genommen, so.
Und alle schulischen Kontext hat er ja auch nicht genommen. Good, best, nice. Approval. Approved. Test. Testing. Ergebnis, hier Solution. Question. Answer. Exercise. Solve. Solving. Good, best, nice. Check's net. Super best. Ups. Super best. Okay. Super nice. Ultra nice. Okay. Ultra gut. Okay. Will er alles nicht. Ist in Ordnung. Good, best, nice. Fabulous. Earning. Earn. Nee. Es ist ja eine Bewertung. Oh, was heißt Bewertung? Nee, das heißt nicht so, aber Result. Oh, schade. Was heißt jemanden bewerten? Judgment. Judge. Good, best, nice. In welche Richtung muss ich denken? Contest. Sieger, Winner. Winning. One. Wird nicht besser. Good, best, nice. Better. Hatte ich better schon? Ja. Nicer. Nicest. Oh, okay. Well. Alter, es ist echt nicht. Ich bin mit meinem Latein schon am Ende. Finish. Bin. Germany. Ich weiß nicht, was good, best, nice. Das muss doch irgendwie schon wieder auf irgendeinem Holzweg bin ich doch schon wieder. Good, best, nice. In welchem Zusammenhang wird denn sowas verwendet, was ich jetzt noch nicht habe? Und warum ist super nicht drin?
Warum ist super nicht drin? Good best nice. Tasty. Vom Schmecken her. Okay. Taste. Food. Lecker ist tasty, aber excellent. Okay, excellent ist noch besser als good, aber wir gehen wirklich in diese Richtung, irgendwas zu bewerten. So, aber warum ist denn dann super nicht dabei? Und Fantastic, gut, Fantastic war halt, war 21, so das. Boah. Excellent. Extraordinary. Schreibt man den Quatsch? So, ne? Oh, schade. Es war wirklich extraordinär. Excellent, good, best, nice. Ey, das ist doch... Fabelhaft hatte ich schon, fabulous. Excellent, Mr. Burns. Simpsons. Good, best, nice. Ich, ein Plan, der aufgeht. Nein. Hatte ich Result schon? Ja, hatte ich. Good, best, nice, excellent. Ich meine, vier grüne Balken sind ja an sich schon ein Erfolg. Sollen wir es dabei belassen? Ich habe keine Lust mehr. ich weiß halt auch nicht, was ich noch machen soll. Excellent, good, best, nice. Wenn man es dann wieder liest, dann denkt man sich, ach, hätte ich drauf kommen können, aber ich sehe nichts. Was kann denn alles bewertet positiv sein? Surprise? Music? Song, Artist, Artistik. Excellent, good, best, nice. Es kann alles sein. A Show. Ich gebe auf. Wir haben lang genug aufgenommen. Suitable. Nie. Nie. Was für Wörter hast du mir dafür noch gegeben? Ideal. Okay, okay. Unsuitable. Super. Appropriate. Feasible. Suited. Acceptable. Optimal. Desirable. Okay, ja. Optimum, okay. Kompatibel, okay. Useful, Proper, ja, okay. Also ein paar Wörter, auf die ich noch hätte kommen können, theoretisch. Worthy, worthy, okay. Worthy hätte ich auch eventuell drauf kommen können. Perfect, oh ja, perfect wäre natürlich noch mal stärker gewesen als excellent. Ja, okay, perfect, Aber ich wäre nie, also auf das richtige Wort wäre ich nie gekommen, suitable. Und kann mir jetzt mal jemand sagen, warum super nicht? Also, keine Ahnung. Safe, helpful, ja, okay, okay. Handy, Ja, ich sehe, also die Wörter passen schon dazu, tatsächlich. Teilweise. Und da ist mein Gut. Also,
Mikro, Blackwood. Also manche Wörter sind echt komisch dafür, aber manche passen schon. Huch. Ja, okay. Also, ja, ne? Können wir es so hinnehmen. Können wir es so hinnehmen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich glaube, wir haben alles gemacht. Bis auf Squirtle, aber das ist jetzt wurscht. Sind schon wieder 50 Minuten. Viel zu lang, viel zu lang. Und tschüss.